Hallo, mein Name ist Maike Droste. Ich bin Physiotherapeutin und Fitnesscoach und in diesem Video zeige ich dir ein kurzes, knackiges Workout, mit dem du die wichtigsten Muskeln für deine Aufrechterhaltung trainieren kannst und ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung. Da die meisten Menschen ganz gut liegen können, werden wir dieses Workout auch in Rückenlage durchführen. Das heißt, wenn du hast eine gemütliche Matte, sonst kannst du das auch zur Not auf deinem Bett machen. Wenn du dir sagst, ich konnte keinen Sport machen, weil ich habe ja nur mein Bett, dann ist es natürlich nicht richtig. Lieber im Bett als gar nicht. Ansonsten auf einer Gymnastikmatte, einer Isomatte oder sowas auf dem Boden, Wolldecke längs zusammen. Und wenn du höher liegen möchtest, aber trotzdem härter liegen willst, dann kannst du zum Beispiel auch auf einem stabilen Tisch liegen. Du weißt selber, was du für einen Tisch gerade hast. Also einmal in Rückenlage, Beine sind ausgestreckt. Such eine Position, wie du es gut haben kannst. Bevor wir anfangen, ein bisschen Kreislaufanregung. Wenn du kannst, fährst du Fahrrad. Wichtig ist dabei, über deinem Körper, wenn du weit weg fährst, dann gehst du ins Hohlkreuz. Wenn das für dich zu schwer ist, stellst du ein Bein an, fährst mit dem anderen Bein Fahrrad, kannst auch gerne die Pedale mit reinnehmen, fünfmal oder so ungefähr rum, nimmst dann das andere Bein. Gerade wenn du fitnesstechnisch noch nicht ganz so weit bist, wird dich das auch anstrengen. Okay. Die Beine sind aufgestellt, im Wechsel, ein Arm richtig mit Kraft hoch. Stell dir vor, du musst etwas mit Widerstand nach oben drücken und wieder runterziehen. Gegen einen Widerstand die Arme vor- und zurück drücken. Okay, gut. Wir beginnen mit Stabilisation, Hände liegen neben dem Po. Du gehst in die Brücke, Pobacken zusammenkneifen und von hier aus vor, 1, 2, 3, 4, 5. Abstellen, andere Seite, 2, 3, 4, 5. Po schön oben halten. Wenn du ein Kind bekommen hast, auf jeden Fall immer an den Korsettmuskel denken. Die Knie bleiben ungefähr auf einer Höhe, dass du nicht irgendwo hier bist. Und ablegen, kurz lockern, gerade die Lendenwirbelsäule. Du gehst auch nicht zuerst mit dem Bauchnabel hoch, sondern probier das Gefühl dafür zu bekommen, dein Becken zu kippen. Zweiter Durchgang, Beckenkippung, hochkommen, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, Po bleibt oben, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder ablegen. So, noch eine Brückenübung. Du legst dein Bein auf, lässt das Knie nach außen fallen und von hier aus gehst du hoch, runter. Je nachdem, wie fit du bist, lässt du noch ein ganz bisschen Luft zwischen Po und Matte. Wenn du es nicht halten kannst, dann legst du richtig einmal ab und kommst von da aus wieder hoch. Schön weit nach oben. Zweites Bein. Nochmal hoch, hoch, hoch,
Hoch, super. Beine ausschütteln. Die Bauchmuskeln. Du ziehst beide Beine nacheinander ran, die Ellbogen nach vorne und von hier aus probierst du diagonal Ellbogen und Knie zusammenzubringen. Diagonal von der Innenseite ranticken, sonst so weit, wie du kommst. Pause. Kurz ausschütteln. Beine wieder ran, Hände unter den Kopf. Ranziehen und von hier aus wieder. Halbe Minute durchhalten. Kurz noch, 5 Sekunden noch. Und wieder lang machen. Gerne die Hände, wenn du Platz hast, die Hände über dem Kopf ausstrecken. Und gut. Du siehst, ganz normal mit der Jeans möglich. Unteren Bauch, Hände sind neben dem Po und du gehst hoch und runter. Du siehst, man sieht nichts. Das ist, wenn ich manchmal sehe, mit wie viel Schwung die Leute diese Übung machen. Du hast wirklich ganz unten den Bauchanteil und den wollen wir anstrengen. Hoch, runter, hoch, runter. Diese Bauchübung ist nur für Menschen, die keine Rektusdiastase haben. Solltest du ein Kind bekommen haben, teste auf jeden Fall vorher, ob du diese Rektusdiastase hast. Ich habe da viele Videos zu gemacht. Such dir notfalls ein anderes Workout von mir aus, das du durchführst. Oder geh nochmal durch, wie du den Korsettmuskel wirklich gut anstrengen kannst, anspannen kannst. Und wieder ablegen. Ganz ohne Schwung arbeiten. Noch einmal nach oben. Kannst du jetzt auch andersrum, wenn du es gemütlicher findest, gehen die Füße auch nebeneinander. Ohne Schwung hoch und runter. Ich habe lieber, dass man gar nichts sieht und dafür spürst du, dass du hier unten den Bauch anstrengst. Und wieder ablegen. Da wir meist vorne verkürzt sind und hinten zu schwach im Rücken, nehmen wir die Muskulatur auch noch mit rein. Du faltest wieder deine Hände, legst deine Arme unter den Kopf, Ellbogen seitlich so weit ablegen. Jetzt siehst du schon, ob du deine Ellbogen auf den Boden bekommst oder ob du schon verkürzt bist. Ziel ist es, dass du locker deine Ellbogen auf den Boden bekommst. Guck dir meine Lendenwirbelsäule an. Ich kippe jetzt mein Becken, damit ich hier mehr am Boden bleibe. Drücke jetzt mit einem Doppelkinn, hinten ist die Halswirbelsäule lang, meinen Hinterkopf in den Boden hinein und die Ellbogen runter in den Boden. Und diese Position jetzt mal eine halbe Minute halten. Lendenwirbelsäule auf dem Boden, mit einem Doppelkinn, Hinterkopf in den Boden. Und Ellbogen in den Boden. Du merkst gerade auch automatisch, wie der obere Rücken sich anstrengen muss. Halten, halten, halten. Richtig Lendenwirbelsäule runter. Ellbogen runter, Hinterkopf runter. Und in der Pause die Arme auch ruhig aus der Position rausnehmen.
Wir trainieren jetzt gerade den Muskel obenrum vor allen Dingen, der dich in der aufrechten Körperhaltung halten kann. Nochmal wieder die Hände falten unter den Kopf. Doppelkinn machen, Lendenwirbelsäule ausgleichen, Schambein Richtung Nase. Den Kopf in die Hände drücken mit einem Doppelkinn und die Ellbogen in den Boden. Runterdrücken, runterdrücken. Lendenwirbelsäule runter, Ellbogen runter. Und vorsichtig lösen. Okay, streckst deine Beine aus, übereinander legen, Hände neben den Po, Füße zusammendrücken, Beine zusammendrücken, Po anspannen, Lendenwirbelsäule mehr auf den Boden, Korsettmuskel eng ziehen, rundrum anspannen, wie kurz vorm Husten, Doppelkinn, Hinterkopf in die Unterlage, Ellbogen runter und halten. Füße zusammen, Beine zusammen, Beckenboden mal richtig hochziehen, alle drei Anteile anspannen. Wenn du diese drei Anteile nicht kennst, guck dir die anderen Videos an. Ganz wichtig, Korsett eng, probier deinen Spalt vorne richtig zuzudrücken. Doppelkinn, Hinterkopf in die Unterlage, Ellbogen in die Unterlage. Halten, halten, halten. Und langsam lösen. Letzter Durchgang. Das andere Bein nach oben legen. Füße zusammendrücken, Knie zusammendrücken, Beckenboden hoch, Pobacken zusammen, Rücken runter, Doppelkinn, Hinterkopf in die Unterlage, Korsett richtig eng ziehen und halten, halten, halten. Nachspannen. Beckenboden hochziehen, alle drei Anteile anspannen, Korsett eng ziehen, Lendenwirbelsäule unten halten. Beine zusammen, Ellbogen runter. Letzten 5 Sekunden noch mal richtig nachspannen und lösen. Gut, kurz mit jedem Bein im Ausfahren. Das waren jetzt wichtige Muskeln für deinen Alltag, für deine aufrechte Körperhaltung. Genau, okay. Treffen wir uns noch mal im Sitz. Du siehst, es ist ein kurzes, knackiges Video. Es sind die wichtigsten Muskelgruppen angesprochen. Bestimmt schaffst du das, jeden Tag im Einmal ganz kurz umzusetzen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Kommentiere gerne eben in den Kommentaren, wie du das Ganze empfunden hast, die Übung durchzuführen. Und dann freue ich mich auf mehr Kontakt zu dir. Und wir sehen uns bestimmt im nächsten Video. Tschüss, sagt Maike Droste.